Schon ein bisschen anhalten, gelegentlich auch ihr Zeug passend zu putzen. Wenn man ein Kind hat, was fährt und gesagt, meine Güte, komm, jetzt putz doch auch mal ein bisschen, da kann man das ja fast einen Tag aus der Schule nehmen. Ja, so ähnlich. Das ist schon ein Heidenaufwand. Aber ja, normalerweise weiß man das schon zu schätzen. Man weiß, wie viel das alles kostet und ja, alles man weiß vor allen Dingen auch, dass es nächstes Jahr nicht einfach eine neue gibt. Ne? So, haben die Zeit vorhin gezeigt? Nee, ne? Also ich hab's nicht, ich hab's gar nicht mit, oder haben wir einfach, wir haben's verschnackt. Wahrscheinlich. Wir haben's verbaut. Aber durch die... Verschreiß noch nicht, ne? Und da müssen wir erstmal gucken, ob das hier, ob unsere... Aber ich glaube, für ganz vorne hat's nicht gereicht, durch die Ehrenrunde. So. Das Team Nummer 6 im Abschlussteam. Ganz, ganz stark, was die Jungs im Sattel angeht. Mit Michi Jung brauchen wir gar nicht drüber reden. Mit Dennis Nielsen ebenfalls. Du musst uns gleich ein bisschen was zu Benjamin erzählen. Aber jetzt schauen wir erst noch mal so ein bisschen Michi Jung. Ja. Michi Jung ist der... Ach, meine Güte, im der Markus Ehning und Isabel Werth in einer Person. Gibt es sowas in Deutschland bei den Fahrern auch, wo man sagt, ey, das ist unangetastet einfach absolute Number One? Bei den Deutschen, ja, bei den Aktiven, Christoph Sandmann liefert immer. Also es gibt niemanden, der so viele Medaillen auf Championaten für Deutschland geholt hat wie Christoph Sandmann, auch Michael Freund nicht. Das Einzige, der ganz große Coup mit Gold, ist ihm bis jetzt noch nicht gelungen. Aber das, beim Fahren ist es ja eigentlich ähnlich, gut, beim Reiten geht das ja auch. Abwarten, ne? So alt ist der Sandmann ja auch noch nicht. Wie alt ist der? So Mitte 51. 51, ja. Das kann man nur noch entspannt ein bisschen weiterfahren. Ne? Na klar. Es ist nur die Frage, wann er noch welche Pferde kriegt, wenn man sieht, dass Anna Sandmann hier dieses Wochenende seine Tochter in Aachen... Ah, okay. Ihr Debüt feiert. Und dann gibt es dem Papa auch gerne mal, ein gutes Gespann an die Tochter weiter. Ja. Und der ist auch gut unterwegs. So. Dennis Nielsen mit Taquadriga zum Abend 22.11 Uhr und richtig schöner Zungenbrecher nochmal. Und ja, die wollen das nochmal wissen. Ja. Also ich habe keine Ahnung vom Springen, aber dass das eng ist, das habe auch ich gesehen. So, drüber. Das ist entscheidend. Ja. Ja, jetzt geht's hier auf die Kutsche von Benjamin Allot aus Frankreich. Benjamin Allot ist seit 2 Jahren mit Arabo-Friesen unterwegs. Auch selten gibt es nur 2 Fahrer im internationalen Top-Klassement, die 4-spännig mit Arabo-Friesen unterwegs sind. Da macht er auch immer wieder mit. Gibt es da wirklich mehrere? Das muss ja eine Einkreuzung sein von Araber mit Friesen. Ja. Und. Sehr interessant. Was zeichnet die aus? Härte der Araber? Kraft von Friesen? Oder was ist so ein bisschen ja, das die Besonderheit dafür? Ja, ich denke, der Friese an sich wäre ein bisschen zu behäbig. Mhm. Gut für die Dressur, keine Frage. Aber wenn es dann im Marathon geht und auch braucht der, im Hindernisfahren... Ja, braucht er Blut. Und dann haben sie dann halt den Araber eingekreuzt. Und ja, für Benjamin Allot läuft super dieses Jahr schon richtig viele Top-Platzierungen auf internationalen Turnieren. Hier in Aachen 2. in der Dressur gewesen, ja. Hinter Boyd Exel. Also wirklich... Guck mal, das ist zum Thema Dressur, ne? Ja. Und vor allen Dingen hat er wahrscheinlich bei den
Startern zuvor gesehen, dass es da ein Problem gibt und ist auch schon mit einem ganz anderen Tempo rangekommen. Ein bisschen Sinn, bedacht, ne? Ja. Ein bisschen kontrollierter das Ganze. Das zum Thema kontrollierter im Übrigen gerade. So, jetzt müssen wir noch kurz abwarten. Genau, jetzt gibt es nämlich noch die Punkte obendrauf. Nichtsdestotrotz 146 und den letzten beißen nicht die Hunde, ganz im Gegenteil, sondern das ist derjenige, der am Ende als Sieger davor geht. Das ist nicht reine Show gewesen, eigentlich eine schöne Variante, gab es glaube ich im letzten Jahr auch das erste Mal. Das Ganze ist auch nochmal passend dotiert, das kommt auch nochmal hinzu. Wir hatten vorhin nochmal durchgeguckt. Und hatten es nochmal gelesen, wie hoch hatten wir es dann nochmal? Ich glaube, die 3 stand vorne dran. 30, ne? 30, ja. 30.000 Euro, meine Güte, gibt es insgesamt für die Akteure, die mit dabei waren. Den dicksten Kuchen kriegen jetzt diejenigen, die wir jetzt hier noch in Aktion sehen. Mit Benjamin Ayo, Dennis Nielsen und Michi Jung. Die dürfen also ihren Kollegen heute Abend einen ausgeben. Und eigentlich ein schöner Abschluss für einen tollen Samstag. Alle Disziplinen, die wir heute hatten, die wir heute erlebt haben, nochmal in einer Geschichte zusammen.